Hier auf dem Roten Platz in Moskau sollte am 9. Mai die große Militärparade zum 75. Jahrestag des Sieges Russlands über Nazi-Deutschland stattfinden. Dann machten in die Höhe schnellende Coronavirus-Infektionen dem Kreml einen Strich durch die Rechnung. Nun steht der Ausweichtermin 24. Juni fest, denn ganz auf die Feierlichkeiten zu verzichten, kam Präsident Wladimir Putin nicht in den Sinn. Ich befehle, mit den Vorbereitungen für die Militärparade zu Ehren des 75. Jahrestages des Sieges im großen Vaterländischen Krieg zu beginnen, in der Hauptstadt Russlands, in Moskau und anderen Städten. Am 9. Mai war die Siegesfeier in denkbar kleinem Rahmen am Moskauer Grab des unbekannten Soldaten abgehalten worden. In einer Rede an die Nation unterstrich Putin, der 9. Mai bleibe der höchste und wertvollste Feiertag in Russland. Das einzige Problem: Moskau ist weiterhin das Epizentrum der Covid-19-Infektionen in Russland. Die Behörden setzen auf großflächige Desinfektion und umfassende Kontrollmechanismen zur Eindämmung der Pandemie. Seit dem 12. Mai sind Gesichtsmasken und auch Handschuhe Pflicht beim Einkaufen und der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel. Die Ausgangsbeschränkungen wurden bis Ende Mai verlängert.